Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Heute kam tatsächlich kein Update, das heißt, wir werden diese Woche auch sehr wahrscheinlich keine Updates mehr erhalten, weil Donnerstag eigentlich schon seit Ewigkeiten keine Updates mehr kamen. Deshalb ist es ziemlich safe, dass dann das 12.6er Update in der nächsten Woche kommt und das dann wahrscheinlich alle Dateien fürs Live-Event reinbringen wird, damit eben halt nicht so viel Zeit ist, wo Leaker alles herausfinden können, damit es wahrscheinlich relativ zeitnah nach dem Update auch das Live-Event gibt. Ich denke mal, deshalb haben wir diese Woche kein Update erhalten und ist auch relativ safe dadurch, dass in Rettet die Welt tatsächlich auch nur das 12.5 Inhalts-Update 2 reingekommen ist und für Battle Royale gibt es dann einfach gar kein neues Update und ist eigentlich auch immer ganz schön, wenn man nichts herunterladen muss und keine Downtime ist. Und dann die Woche darauf werden wir das Update 12.6.1 erhalten und danach werden wir dann das Update 12.3 tatsächlich noch erhalten, das heißt die drei Wochen danach wird es richtig viel Content geben mit Live-Events und allem. Können wir uns auf jeden Fall schon mal darauf freuen. Wenn ihr natürlich solche Videos dazu nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Es fehlen, glaube ich, auch nur noch 66 Abonnenten oder so bis 10.000. Geht wirklich gerade in großen Schritten darauf hinzu. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Lasst dort ein Follow da, um in Zukunft keine weiteren Streams dazu verpassen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Und heute haben wir den Moxie-Skin wieder zurück im Shop und tatsächlich den Flink-Skin. Ist ja auch gar nicht so häufig tatsächlich bisher im Shop gewesen. Auf jeden Fall hat der Moxie-Skin ja mittlerweile auch einen zweiten Stil, den dunklen Stil. Dazu gibt es dann noch die schlagfertige Axt. Ist tatsächlich aber auch ein Skin, der relativ häufig im Shop ist, also irgendwie nichts wirklich Besonderes. Dazu gibt es dann noch die Abkühlung, Lackierung. Dann haben wir als nächstes den Flink-Skin. Den können ja die Leute in also auf der chinesischen Version von Fortnite tatsächlich als kostenlosen Skin bekommen. Ist eigentlich schon ein ziemlich nicer Skin, finde ich. Für einen blauen Skin auch vollkommen in Ordnung auf jeden Fall. Dazu gibt es dann eine Glücksäxte. Und dann die Stahlraster-Lackierung. Dann haben wir als nächstes noch den Leviathan-Skin. War tatsächlich, glaube ich, schon relativ lang nicht am Shop, war früher immer irgendwie so ein beliebter Skin und alle dachten, dass er irgendetwas mit der Storyline zu tun hätte und dass irgendwann mal ein Modus mit dem Skin reinkommen wird, aber im Endeffekt ist nie etwas damit reingekommen und irgendwie gab es auch keine wirklichen Anzeichen dafür, allerdings haben trotzdem immer alle vermutet oder ja, gehofft, dass da irgendetwas reinkommt. War ein bisschen komisch, aber manchmal denken sich die Leute ja auch aus nichts aus, dass irgendetwas kommen müsste, obwohl es durch nichts bestätigt ist, ist manchmal tatsächlich sehr, sehr strange. Dann gibt es dazu die globale Hacke, dann die Kalmarkeule noch als Spitzhacke und dann die Planetensonde als Gleiter. Dann aber als nächstes noch den Dynamo-Skin, relativ beliebter Skin tatsächlich, einer der beliebtesten Skins würde ich sogar sagen. Dann haben wir als nächstes den Lama-Glock-Emote. Dann den Adler, war glaube ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop. Dann haben wir den High-Rise-Trooper noch, dann das Hüpflama als Fortbewegungs-Emote. Und zu guter Letzt den Hüftschwung-Emote. Es gefühlt auch einer der häufigsten Emotes, die tatsächlich drin sind in letzter Zeit. Gefühlt immer mindestens einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen einmal. Also kommt tatsächlich sehr, sehr häufig in den Shop rein. Das war es dann auf jeden Fall soweit mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.